In dieser Folge basteln wir uns tolle SpongeBob-Figuren, die du dir als Deko bei deinen ganzen Gebäuden platzieren kannst. Wie man sich die natürlich craftet, zeige ich dir. Für so eine Figur brauchen wir gar nicht mal allzu viele Sachen. Ihr seht, das passt alles in eine Hand rein. Aber bevor wir zu den Materialien kommen, kommen wir erstmal dazu, uns ein Loch zu buddeln. Da machen wir jetzt erstmal 3 Blöcke breit und 2 Blöcke tief unser Loch. Auf dem Boden könnt ihr dann einfach ein paar Stufen euch platzieren. An den Seiten platzierte Rüstungsständer, die dann auch wirklich zur Seite einmal gucken. Sobald wir das erledigt haben, nehmt ihr mal Kolben, platziert die jetzt hier an den Seiten, aktiviert die, um den Rüstungsständer einmal in die Mitte zu schieben. Dann könnt ihr das hier wieder wegbauen und könnt das Loch hier einmal an den Seiten wieder befüllen. Sobald wir die Löcher zugemacht haben, kommen wir dazu, jetzt unsere Figur darauf zu setzen. Hier müssen wir ein bisschen mit Kolben arbeiten. So, als erstes platzieren wir den Block, der sich in dem Boden befindet. Darüber platzieren wir dann einmal die Hose unseres Charakters. Wir wollen natürlich SpongeBob bauen, da passt eigentlich ganz gut die Fichtenholzstufe. Sobald wir das haben, können wir darüber jetzt einfach einen Kolben platzieren. Der muss natürlich nach unten gucken. Sobald wir das erledigt haben, nehmt ihr jetzt irgendeinen Signalblock, so. Und dann schieben wir das einmal nach unten. Müssen wir insgesamt 2-mal machen. Wunderbar, dann können wir das hier wegmachen. Dann haben wir schon mal den unteren Teil unserer Figur. Setzen natürlich jetzt unseren Schwammblock drauf, können den Schwamm natürlich noch ein paar Arme geben und fertig ist unser SpongeBob. Dadurch kann man sich jede Figur basteln in SpongeBob. Wir haben hier zum Beispiel noch Patrick und Thaddäus mit seiner Nase. Normalerweise verwende ich ja Hebel immer als Arme, aber ich finde bei den Figuren passt der Hebel einfach super dazu, um Thaddäus die Nase zu machen. Wäre ein bisschen komisch, wenn wir die dann auch noch als Arme nehmen. Dafür nehmen wir dann einfach Stolperdrakan. Nun kann man richtig loslegen und seine Welt mit Figuren ausstatten. Schreibt doch gerne noch in die Kommentare, welche Figuren du dir noch gebastelt hast für deine SpongeBob-Welt. Sonst schau auch gerne noch in unsere Infobox nach, da findest du noch weitere tolle Videos. Andernfalls vergiss den Kanal nicht zu abonnieren. Bist du immer denn auf dem laufenden Stand und dann sehen wir oder hören uns bestimmt wieder zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein, bleibt gesund und dann ciao.